Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Heute, Mitte April, bin aus dem Urlaub wiedergekommen und ich habe Spargel. Und ja, den muss ich heute mal pflanzen. Hier, ich habe mir aus dem Internet Anleitung runtergeladen und dann ausgedruckt, weil ich keine Ahnung habe, wie sowas funktioniert. Und dann würde ich sagen, pflanze ich den heute. Ihr könnt mir zugucken und mal gucken, vielleicht klappt es. Wir werden es sehen. Hier habe ich jetzt meine Spargelpflanzen. 5 Stück ist Bleichspargel. Den will ich jetzt hier setzen auf ein Stückchen, was ich euch gleich zeige. Und die 20 cm auseinander, 20 bis 30 cm breit das Loch. Und wenn wir Kompost da einarbeiten, muss das 40 cm tief das Loch. Und wenn wir ohne Kompost arbeiten, 25. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. So, jetzt ist das Loch 40 cm tief, so wie es sein muss, damit da noch Kompost rein kann. Und den müssen wir jetzt holen und kippen wir da rein. Wir sind jetzt hier am Komposthaufen und ich hole jetzt etwas Kompost für den Spargel. Den fülle ich in die Schubkarre und das sollte ja ganz schnell gehen und dann kippen wir den da ins Loch. Das sollte reichen, weil es müssen nur 10 cm in das Loch und dann würde ich sagen, kippen wir das jetzt dahin. Ja, hier jetzt das Loch. 40 cm tief, da kommen jetzt 10 cm Kompost rein, die wir gerade geholt haben. Die kippe ich jetzt da rein und dann verteile ich das noch ein bisschen, damit das grob 10 cm sind. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal. Dann haben wir die 10 cm Kompost hier, so ungefähr, circa. Und jetzt kommen dann noch 5 cm von der normalen Erde rein, drüber, damit die Spargelpflanzen im Prinzip nicht verbrennen. Dann haben wir hier circa 5 cm Erde noch drauf. Und jetzt können wir endlich den Spargel pflanzen. Und wie gesagt, der Spargel kommt 20 cm jeweils auseinander und vom Rand auch nochmal 20 cm weg. Und dann sollte das klappen. Dann fangen wir jetzt an mit Spargelpflanzen. So, so sieht die Spargelpflanze aus. Das sind die Wurzeln. Da im Prinzip, da jetzt, da kommt hinterher die Pflanze raus. Und das wird jetzt so spinnenartig auf den Boden gelegt. 20 cm auseinander. Und dann gucken wir weiter. Das mache ich jetzt erstmal mit den 5 Pflanzen. Und dann werde ich die. Jetzt muss ich die Knospen noch bedecken. Also die ganzen Pflanzen, die Knospen mit den Wurzeln, die müssen jetzt komplett bedeckt werden. So dünn über die Knospe und die halt den Rest über die Wurzeln, so dass man halt nichts mehr sieht. Und dann machen wir weiter. Ja, in der Anleitung, die ich mir geholt habe aus dem Internet, steht jetzt noch, den Link mache ich auch unten in die Box, da könnt ihr euch das mal angucken, falls ihr auch mal Spargel pflanzen wollt. Ist ganz gut, die Anleitung, echt nicht schlecht. Auf jeden Fall soll da auch Dünger dran, ein bisschen Volldünger und wir haben hier organischen Volldünger, der ist Rinderdung. Den holen wir immer bei uns beim Landmarkt, im Nachbarort und da müssen jetzt auf das Stück, müssen so 1-2 Hände nur, weil das ein kurzes Stück ist und die verteile ich da jetzt drauf. Wir haben jetzt über den Dünger noch eine ganz dünne Schicht Erde,
dass der Dünger teilweise noch zu sehen ist, aber so soll das auch. Und jetzt gießen wir die noch ein bisschen an, weil hier im April ist es ziemlich trocken, also so gut wie ja, nichts an Regen, dass wir teilweise auch schon bewässert haben und berieselt. Deswegen gießen wir das an und der wird jetzt im Laufe des Jahres immer weiter geschlossen. Der bleibt jetzt erstmal so offen liegen. Der müsste innerhalb von ein paar Tagen eigentlich rauskommen. Wie gesagt, so steht es in der Anleitung, ich weiß nicht, wir werden es sehen. Und dann werde ich euch mit den mehreren Videos auf dem Laufenden halten, wie es läuft mit dem Spargel. Aber wie gesagt, das ist ein langwieriger Prozess. Und das dauert ein paar Jahre, bis man da erntet. Aber ich probiere es mal und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Und der soll man gucken, dass das von Unkraut freigehalten wird. Aber ich denke mal, das soll man ja überall. Aber ich denke mal, hier ist das noch was schwieriger, weil man Kompost reingetan hat. Da können viele Unkrautsamen drin sein. Deswegen aber im Prinzip, wie bei jeder Pflanze, gucken aufs Unkraut und dann klappt das. In dem Video habt ihr jetzt gesehen, wie ich den Spargel pflanze oder es mal versucht habe. Ich, wie gesagt, ich hatte davon keine Ahnung, habe mir einfach mal im Internet eine Anleitung rausgesucht und habe es mal probiert. Das ist das Ergebnis jetzt. Wie gesagt, ich gieße den noch ganz leicht, weil es hier ziemlich trocken ist. Aber ich denke mal, wie jemand gießt, weiß jeder. Und gerne könnt ihr euch auch noch andere Videos angucken, wie zum Beispiel Kartoffelpflanzen, weil das kann man im Moment noch machen dieses Jahr. Vielleicht könnt ihr euch da was Tipps holen, wenn ihr es machen wollt. Und dann würde ich sagen, lassen wir den jetzt wachsen. Dann war es das auch wieder mal ein Video von mir. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal beim Video. Entweder über den Spargel, vielleicht auch ein anderes Video. Mal gucken, was dann kommt. Dann bis zum nächsten Mal. Und